Mamacitas, zurück zu Lelandag. Wir sind hier in einem Haus irgendwo bei der Mutti. Wir sollen ein bisschen Holz suchen und was weiß ich, irgendwie so einen Kram. Im Haus ist nichts mehr drin. Wir bräuchten irgendwie so eine Säge, damit wir irgendwie das Metallschrott-Dings wegmachen. Aber was hat er gesagt? Er muss was essen, ja. Das ist mir bewusst. Ich habe aber nichts. Deswegen, dass ich habe vor. Bei der letzten Folge haben wir ein Kaninchen gesehen. Das wäre natürlich geil, wenn wir das rapen würden und das in den Arsch ficken könnten. Und das so ein bisschen danach schmoren, brat. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwas zum Braten? Es war doch irgendwie so eine. Damit konnte man doch. Ja, ich bin doch nicht so schlau, dass ich hier bin. Gehen wir mal wieder zur Omi rein. Durchsuche alle Bälle, die du findest. Vielleicht stecken sich Lebensretter vorher. Du kannst auch Gegenstände behindern, aufbauen, um sie später. Aha, da ist nichts drin. Okay. Ah, wieder Speicher vom Garten. Was war jetzt nochmal unsere Aufgabe? Ich vergesse es immer so. Fülle ihn mit Brennstoff auf, wenn du ihn stattfindest. Ah, okay, wir müssen es sogar draußen machen. Okay, never mind. I'm so bad. Okay, ich nehme es jetzt einfach auseinander, ist mir egal. Minus 25, ups. Egal, Mann, Omi. Du brauchst doch Feuerholz. Kannst du nicht minus Vertrauen machen? Ich hab hier Holz für dich und du, die. Ja, ich weiß, ich auch. Ach, wieso drücke ich dich einfach alle umlagern? Ich bin so ein Genius hier. Bücher zählt das auch. Was haben wir jetzt? Ah, okay, das ist ein Gewicht, ne? Siehst du? Recht nicht, noch längst nicht genug. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal ums Essen kümmern. Wir haben nämlich gar nichts zu essen. So, was machen wir? Jemand einen Vorschlag? Da! Arrivederci, mein Freund. Tot. Ich bin im ersten Wurf, Mann. Das war geil, ey. So liebe ich das. So muss es immer sein. So, da können wir jetzt auf jeden Fall erstmal schon mal Essen machen. Ja, hier nochmal ein paar Feuerholz sammeln. Irgendwo noch ein Stein oder so. Hier haben wir noch Kohle, geil. Ey. 8 Minuten, okay, 8 Minuten kann ich entbehren. Alte Schule? Das ist die alte Schule hier. Das war meine Schule, ja. Sieht auch danach aus. Naja, sieht mal eher nach gar nichts aus. Nee, ich will jetzt nicht hier irgendwie Zeit noch verschwenden, 5 Minuten dafür. Es wäre ein bisschen unnötig, jetzt die Zeit zu verschwenden, wenn wir Hunger haben. Da, uiuiui. Da ist wieder einer, aber ich habe keinen Stein. Findet man hier irgendwo einen Stein, ey? Den einen Stein, den ich da gerade weggeworfen habe, den finde ich jetzt auch nicht mehr wieder, ne? Vielleicht hier mal gucken. Da ist ein Stein. Den nehme ich mal. Hoffentlich ist hier was zu essen. Sieht nicht danach aus, aber man kann auch hinten einsteigen. Nicht gut. Das hier? Ne. Das ist nix. Ich will das zweite Kaninchen jetzt auch noch haben. Das war doch hier irgendwo oben. Wenn ich mich recht entsinne, war das hier irgendwo in der Nähe. Und eigentlich kann es ja nicht hier runtergekommen sein, oder? Wo bist du? Ah, mein Mitbewohner ist genauso gekommen.
Wo ist denn das Ding jetzt hier? Ich habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Hunger, 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 habe Durst. Kann man nicht von außen schon reingucken, um zu gucken, ob da was ist? Oh, da ist ein Fehler, da backt sich Gras durchs. Da, durch, da durch, das ist nicht gut. Sehe ich nicht gut. Hier oben war auch noch nie irgendwas. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da einfach nachgucke. Aber scheinbar muss da irgendwann mal was sein, weil man, sonst könnte man das ja nicht umklappen. Warum baut man eine Funktion in einen Spieler, wenn da nichts wäre? Versteht ihr? Deswegen eigentlich nie aufhören zu gucken. Das ist. Jokey. So. Mir wird kalt. Wie lange braucht er das, um zu essen? Ey, wird ihm schon wieder kalt die ganze Zeit. Jetzt hab ich das Handschuh fast nicht durchsucht, ne? Kann ich das Ding mitnehmen? Schade. So, was wollen wir jetzt mal hier hinten gucken? Ne, Handschuhe, Handschuhe, Handschuhe. Bitte, 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 bitte. Arschläge. Ne, ja. Ich glaube, ich muss mich hinlegen, ja. Ich glaube auch. Ich glaube, wir gehen mal zu Omi. Als erstes hier ein paar Sachen reinpacken. Ja, halt. Ich könnte einen Drink benutzen. Mal gucken, wie viel Kohle gibt. Alter, ich dachte gerade, hier fliegt irgendwas. Erstmal wieder aufwärmen. Alter, ist es warm hier drin. Kräutertee. Essen? Kräutertee ist doch nicht Essen. Ist mal hier. Frischer Darm. Lecker. Was ist das? Essen da. Kaninchen. Zerlegen. Mal Haut. Brauchen wir den Scheiß hier? Ich weiß nicht, ob wir da brauchen oder nicht. Ach, guck mal. Nee, wir haben Hunger. Haut nehmen wir auch noch nicht. Erstmal nur essen. Glaube ich, der Junge. Der will mich doch verarschen. Es gab ja gar nichts. Hätte. Ups. Trinken gab auch. Oh, es gibt auch Essen. Hey, trink jetzt mal was. Schön, die ganzen Gipfelbrausen hier. Ausgelaugt. Ja, lass uns mal hinlegen jetzt. Kann ich mich hier hinlegen? Hier, Omi, ne? Ich lege mich mal neben dich hier hin. Kannst du 8 Stunden schlafen, hoffentlich.
sterben wir jetzt nicht im Schlaf. Ich weiß auch, das wäre ein bisschen unlogisch. Speichervorgang auf jeden Fall. Wie fühlen wir uns? Ausgeruht, aber durstig. Und einigermaßen hungrig. Und so viel haben wir gar nicht. Oh, draußen weht, glaube ich, ein Sturm. Hört ihr das? Nicht mehr so viel Trinkwasser. Oh, ich hätte auch, oh, es ist dunkel. Ich bin so dumm. Warum habe ich denn nicht geschlafen, wenn es Nacht ist? Kann ich mit dir reden? Aktueller Bedarf. Stock 1, glänzender Lackporling, Verband, Einmannpackung, Dosenöffner, frischer Kaninchenpelz oder getrockneter Kaninchenpelz. Frischer Kaninchenpelz kann ich hier geben. Ein Lackporling habe ich dir auch gegeben. Verband, ne, brauche ich selber, tut mir leid. Nicht besser als die meisten, aber auch nicht schlechter. Hier draußen kennen die Leute den Wert harter Arbeit, guter Werkzeuge und Arbeit mit den bloßen Händen. Ich komme mal ganz gut klar. Wir werden sehen. Ein gutes Beil oder Messer gelten hier als wichtiges Werkzeug. Der Trick ist sich auch, sie scharf zu halten. Das werde ich mir merken. Ah, wie kann man sie denn scharf halten? Sie ist schon wieder ausgelernt. Um Minden zu verstehen, musst du den Zusammenbruch verstehen. Ich weiß von dem Erdbeben, es gab auch viele auf dem Festland. Nein, solche ganz sicher nicht. Aufgeschlossen. Okay. Schmied. Was haben wir jetzt? Was haben wir? Was für ein Wissen? Wo ist Wissen? Ist das Wissen? Nee. Wissen? Wissen? Ah, okay. Was bedeutet Wissen? Warte mal, ist irgendwas eigentlich sehr kaputt, dass ich das reparieren könnte? Das ist die Aktion reparieren. Stopf. Ah, ist auch schon mal gut. 44%. Nee, dafür ist der Stoff ja da. Und wir reparieren wir jetzt einfach mal unsere Sachen. Zurück. Das hier. Aktion. Auch nochmal reparieren. 44%, aber mehr schadet ja nicht, ne? So, was ist hier? 30%, 47%. Machen wir das mal noch. Sock machen wir auch nochmal, komm. Dann ist uns hoffentlich wärmer insgesamt. Ja. Schon mal gut. Sprintenschutz 12 mit Richtung Bonus, bla 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 bla. Okay. Omi, ich muss nochmal raus. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel draußen. Let me see. Okay, okay. Naja, was mut, das mut, ne? Hilft ja nichts. Wo waren wir denn noch nicht? Hier waren wir, da waren wir in diesem Haus drin. Ne? Wenn wir hier weitergehen, waren wir hier drin. Ne? Hier waren wir. Kann man nicht rein. Da kann man noch rein. Waren wir hier? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Man sieht gar nichts. Man sieht aber nichts. Hallo? Lichtquelle? Ach. Werkzeugkasten, geil. Teilschrott. Kann man mit Metallschrott dann machen?
Bretter. Benötigt Licht. Boah, unsere Lebensanzeige ist richtig hochgegangen. Kann ich keine Fackel machen? Ja, irgendwie könnte man noch eine Fackel machen. Da. Drei Stecker brauchen wir, wenn wir nicht. Dann müssen wir kurz nochmal so klarkommen. Das Ding will ich ja auch nochmal aus in der Hand nehmen. Bam! Ist jetzt ein bisschen Waste. Muss ja mal echt zugeben, von den Streichhölzern her, aber ich will das Haus hier noch einmal komplett durchsuchen. Leiterwagen. Bitte das nicht. Nein, nein, nein. Hier mitnehmen. Das ist echt ganz gut. Okay, ist ausgegangen. Gehen wir mal raus hier. Mit der Hoffnung, dass wir irgendwo drei Stecker finden und unsere Fackel machen können. Irgendwie ist es scheinbar nicht so kalt draußen, weil normalerweise was abgebaut haben, ging das richtig schnell runter. Die oh, wo geht draußen schon runter? Hm? Vergiss, was ich gesagt habe. Okay, haben wir schon mal einen Stock. Zweiter Stock. Und dritter Stock. Ging fix. Werkzeugkasten, nice. Geht schneller dann. Jetzt das und jetzt. So, wir sind jetzt im Hinterhaus rausgegangen. Also können wir hier weiter links gehen. Da können wir nicht rein, aber warte, wir können, glaube ich, hier mal reingucken. Ich bin noch nie so hungrig gewesen. Ja, schwer, dieser Hungerkacke da. Nervt. Snürft. Tür öffnen. Let's go. Stoffbrandbeschleuniger. Brandbeschleuniger ist halt immer gut, finde ich. So, da. Okay. Aber eigentlich müsste ich hier mal direkt in die Küche. Bücher sind auch immer gut, haben wir gemerkt. Das ist halt. Kann man halt immer gutes Feuer mitbauen. Ah, hier ist eine Küche. Komm hier. Irgendwo muss doch ein bisschen was zu essen sein. Komm schon, irgendwie. Ich könnte nicht alles mitgenommen haben. Ja, sag ich doch. Meine ich ja. Hier im Mülleimer wahrscheinlich. So ein Mülleimer unten drin da. Außer Kakerlaken nichts. Da vielleicht irgendwas. Oh, eine Dose Pfanne. Stoff. Pfirsiche, ja, nice. Eine Dose dann wäre auch noch nicht. Metallschrott. Ich habe halt richtig viel, glaube ich, im Inventar. Hundefutter. Ich weiß nicht, ob ich das essen sollte. So, dieses Haus. Dafür war schon mal. Tomatensuppe. Metalltopf. Schweinefleisch, im Kühlschrank kann man nicht reingucken. Wieso kann man nicht in den Kühlschrank reingucken? Hallo, ist hier jemand? Hallo, hat sich jemand hier versteckt? Maga, was ist das denn für eine Badepfanne? So eine blaue. Sportsocken. So sieht ja so aus. Wie ein Nichts. Irgendwas muss weg, ja, ja. Man kann sich schlafen legen. Geil. In irgendeinem Haus, einfach random in England. Aber ich kann, das geht doch noch, oder? Kann ja jetzt erstmal ein bisschen tragen, ey. Was ist denn so schlimm? So, gehen wir mal wieder hier raus. Nee, aber das war's schon mit der nächsten Folge The Long Dark. Ich darf euch begrüßen, wenn es in der nächsten Folge wieder weiter ist. Seid gespannt, was passieren könnte. Wir werden auf jeden Fall erstmal das Feuerwehr da hinten komplett auffüllen, uns was zu essen besorgen. Aber das seht ihr dann halt in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt: Überleben.